Herr Landesrat, Sie haben schon angesprochen, viele, viele Schülerinnen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man fast sagen, mit Schulprojekten hier Tolles geleistet. Und auch heuer ist es wieder so, dass wir die prämierten Schulklassen hier haben, die bei dem Fair Young Styria-Projekt etwas eingereicht haben, in ihrer Schule etwas umgesetzt haben und diese Projekte auch heute am Vormittag präsentieren werden. Als kleine Einstimmung dazu werden Sie jetzt bei dieser Eröffnung Ihre Reime kurz in Reim, Ihre Projekte, entschuldigen Sie, kurz in Reimform vorstellen. Wir haben uns das sehr interaktiv vorgestellt, sodass wir alle ein bisschen mitmachen können. Einige kennen vielleicht so diese Rhyme-Time, also wo man den Reim vervollständigen muss. Wir werden das jetzt ganz kurz vorführen, sodass sich jeder auskennt. Also so unser eröffneter Reim dazu wäre, viele Kinder öffnen heute die Veranstaltung. Wir wünschen mit ihren Reimen gute Unterhaltung. Danke sehr. Die erste Schule, da muss ich mich entschuldigen, dadurch, dass wir mittlerweile Sommerferien hatten und nicht wie geplant Ende Juni die Veranstaltung durchführen konnten, fehlen uns ein paar Schüler, weil die sind mittlerweile in die Lehre gegangen, können von ihren Betrieben nicht weg, haben gerade erst begonnen. Deshalb werden wir jetzt für die erste Schule, die BTS Graz, die Reime vortragen, dass sie auch hier eine Idee bekommen. Und mein Co-Moderator, der Michael Quast, der wird jetzt herumgehen und wird den einen oder anderen vielleicht bitten, den Reim zu vervollständigen. Ich darf beginnen. Ein Aufruf an alle Mächte, wo bleiben Sie, die Kinder? Rechte. Danke. Halt Schutz vor Gewalt. Gewalt ist etwas Schlechtes, doch leider in unserer Welt etwas Echtes. Man sollte es nicht wagen, Kinder zu schlagen. Danke. Kinder brauchen Liebe und keine Hiebe und keine Kriege. Danke. Viele Kinder haben kein Geld. Eigentlich gibt es aber genug auf der Welt. Danke. Sie arbeiten ohne Pause, trotzdem haben sie kein